Mit Yakuza 6 The Song of Life liefert Sega nicht nur ein extrem gutes Spiel, sondern auch den krönenden Abschluss der Geschichte rund um Kazuma Kiryu. Diesen verschlägt es in seinem letzten Abenteuer wieder einmal in den Tokioter Rotlichtsdistrikt Kamurocho, in dem er den Unfall seiner Ziehtochter Haruka aufklären will. Doch auch in der kleinen verschlafenen Hafenstadt Onomichi begibt sich der Drache von Dojima auf Spurensuche. Dabei werden wieder allerhand Feinde in extrem actionreichen Kämpfen besiegt oder die Zeit mit Nebenaufgaben vertrieben. Von diesen gibt es in Yakuza 6 wieder so viele, dass die Zeit wie im Fluge vergeht. Egal ob ihr Sport treibt, Videospiele spielt, Menschen helft oder mit Frauen chatten wollt, alles ist möglich. Nebenbei gibt es noch ein Clan-Minispiel, das euch ebenfalls stundenlang fesseln wird. Einzige Kritikpunkte an diesem sonst guten Spiel sind die fehlende deutsche Sprachausgabe sowie fehlende deutsche Bildschirmtexte und grafische Schwächen bei Nebenmissionen. Abseits davon erwartet euch ein nahezu perfektes Ende einer tollen Story.